Romano? Romano spielt wieder! Oh mein Gott, Digga! Da macht er den wieder! Er hat wieder Bock, Tore zu schießen! Romano spielt, Junge! Sehr geil, Junge! Ganz, ganz stark! Ganz stark, Junge! Boah, so ein halber Luftschuss war das. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Wollte schon sagen, ey. Boah! Schöne Hütte! Schöne Hütte! Nach einer Riesenchance von Hannover, dieser Konter. Ganz, ganz stark. Agu kam in der Defensivbewegung noch vor Niklas Hult. Und dann dieser schöne Konter über Leonardo Bittencourt, der den Ball querlegt. Romano Schmid findet, der zieht drei Mann auf sich, schießt trotzdem den Ball und zack, ist er drin. Also wirklich schön oben ins Eck. Richtig, richtig geil. Freut mich. 1-0, Werder Bremen. Jetzt kommt der Freistoß von Hannover. Der kommt direkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machen die denn? Pavlenka, Bruder, wie stehst du? Was ein Tor von Hannover! Tschüss, Digga! Ei, 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 ei. Da haut der so ein 30, 40 Meter Ding da rein. Mit 100 km/h. Wie ist der denn drauf? Guck dir das mal an. Bam! Pavlenka, Bruder, du stehst breit, du siehst den Ball, der steht vor der Fünferlinie. Oh Gott, alle haben gerechnet mit einer Flanke und der schießt den dann auf einmal. Die 37 von Hannover hat sofort gecheckt, das steht komplett komisch. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. 1-1 Hannover wieder im Spiel. Durch einen Standard, durch einen Torwartfehler, ey. Felix Agu mit dem Ball. Aha. Anthony Jung. Jung. Und. Oh mein Gott, da ist das Tor! Ich hab's nicht gesehen, weil du da. Meine Freundin kommt hier rein. Digga, meine Freundin kommt hier rein und dann kriege ich das Tor nicht mit. Eieiei. 3-1 scheinbar. Ey. Scheinbar 3-1. Oh mein Gott. 3-1 sei schon 2-1. Ich bin jetzt komplett lost unterwegs. Jetzt müssen wir das mal kurz angucken. Eieiei. Jung mit der Flanke. Ganz kurios. Duchs mit dem Kopfball und dann fliegt er da hinten rein. Marvin Duchs. Oh mein Gott. Ich habe einfach dieses scheiß verkackte Tor verpasst. Ich habe es nicht gesehen, weil meine Freundin kommt rein. Marvin Duchs. Eckball kommt rein. Ist wieder gut. Friede. Immer noch da. Immer noch drinnen. Ja. Ja. Da bist du noch 3-1. Jung mit dem 3-1 der Vorlage, Marco Friedel. Wunderbar, wunderbar. Nie aufgehört zu kämpfen. Genau so musst du es machen. Ja, Oliver. Schrei alle zusammen. Schrei sie zusammen. Vogelwild 3-1. Bam. Schön. Genau so. Guck mal. Der Friede hat da nicht aufgegeben. Macht da weiter. Lässt er sich nicht fallen. Bringt den Ball nochmal rein und da kann Anthony Jung frei einköpfen da. Schön, 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 schön. Wunderbar. Anthony Jung. Alle mal rein in den Chat. Jung, 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 Jung. Schön. Ich jetzt nochmal fühlen. Guter Ball auf Friedel. Richtig guter Ball. Friedel im 16er. Friedel. Marco Friedel! Mit dem Beinschuss, glaube ich sogar, mit dem 4 zu 1. Richtig stark ausgespielt. Marco Friedel! Du alter Torschützenkönig, du, was ist denn hier los? Der Ösi-Bomber ist gelandet. Guck dir das mal an. Zack. Duchs mit der Vorlage. Marco Friedel mit einem ganz, ganz langen Lauf. Und dann ist es, glaube ich, durch die Beine, oder? Ah, nee. An dem Tor war knapp vorbei. Wunderbar. Wunderbar, das 4 zu 1. Marco Friedel. Marco Friedel. Wunderbar.